Willkommen bei Chappie, erklärt euch die Apple-Welt. Ja, heute will ich euch mal einen kleinen Trick oder ein Hilfsmittel oder eine Lösung zeigen. Und zwar kennt ihr dann alle Kratzer am Display, ja? Also entweder am normalen Handy oder bei der Apple Watch, wie hier zu sehen. Also ihr seht, hier sind so zwei Kratzer, die wirklich deutlich zu erkennen sind. Und so, da seht ihr, da die beiden, machen die mal aus, damit dann auch wirklich schwarz bleibt. So, da seht ihr die beiden Kratzer, da drei sind da sogar. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Hier oben ist auch noch was. Ja, die habe ich mir so zugerichtet, bevor ich da eine Panzerschutzfolie drauf hatte. Da sind auch ein paar Kratzer. Ja, sieht nicht schön aus. Aber wie kriegt man das jetzt hin? Es gibt tausend Mittelchen und Wege und Tipps und Tricks. Ja, ich werde mal heute folgende ausprobieren, und zwar die günstige mit dem Backpulver. In Backpulver ist Natron dran und das Natron soll angeblich das wegpolieren. Wie machen wir das? Wir nehmen uns ein Glas, wir nehmen unser Backpulver, dann machen wir ein Mischungsverhältnis 2 zu 1, zwei Anteile Backpulver und ein Anteil Wasser. Das heißt, ich mache das jetzt hier mal mit einem Teelöffelchen. Also 1, 2 mal Backpulver da rein und einmal Wasser. Jetzt verrühren wir das schön ordentlich, damit wir dann eine Paste, ist es ja nett, aber so eine Flüssigkeit kriegen. Da fängt auch hier, wie man an sieht, so ein bisschen zu schäumen und macht auch komische Stimmen. So, wenn wir das ordentlich zu einer homogenen Masse verrührt haben, dann sind wir da auch schon fertig. So, dann nehmen wir uns ein dünnes Baumwolltuch. Also ich nehme hier so ein älteres Trockentuch, was auch gut alles aufnehmen kann. So ein neues ist da, glaube ich, nicht so für geeignet. Ihr seht hier, das schäumt schon wahnsinnig. Und dann macht ihr das einfach da drauf. Wir brauchen ja keine Angst haben, weil die Apple Watch ist ja wasserdicht. Und dann verteilen wir das hier, tupfen so ein bisschen. Und dann mit leichtem Druck und kreisenden Bewegungen probieren, das so auszupolieren. So, ist ein bisschen Sauerei, wie ihr seht. Aber wir gucken mal, ob es klappt. So, jetzt habe ich hier fast nur noch Schaum. Also nehmen wir noch mal was. Nehmen wir eine andere Stelle vom Tuch und machen das noch mal. Und gucken, ob es funktioniert. Wir reiben und reiben und reiben. Gehen über die Stellen, die wir uns eben so schön angeguckt haben. So. Und wir haben ja noch was von dem Zisch. Also machen wir es nochmal. Das ist eine ziemliche Sauerei, das muss man schon mal dazu sagen. Ich nehme die mal hier weg. So, immer schön drüber. Ich hoffe, er verschlimmern kann man nicht. Also, das flockt dann irgendwie so ein bisschen aus. Aber vielleicht ist das auch so und muss so sein. Und wir brauchen ja irgendwie eine Schleifwirkung, sonst kriegen wir ja auch keine Kratzer daraus. So, das müsste eigentlich ausreichen. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Apple Watch oder das Handy mal wieder sauber kriegen. Dieser ganze Krempel mal da weg ist. Und sollte man auch noch trocken polieren. Also, wie gesagt, das ist eine ziemliche Sauerei. Und dann
Gucken wir uns das Ergebnis mal an. Nicht. Jetzt gucken wir uns noch mal an. Also man sieht hier oben die Kratzer, die sind noch da, aber ein bisschen weniger. Und am Anfang war ja dann noch ein dritter, der ist komplett weg. Hier unten, die sind auch noch da, auch ein bisschen schwieriger zu sehen, und da oben auch. So, das heißt, mein Fazit ist, ihr könnt das mit Backpulver machen. Aber so einen wirklichen Erfolg damit erreicht ihr offensichtlich nicht.